Ja, das erste Spiel heute nennt sich 5 in 15 und es wird auch gleich klar werden, warum. Bei dem Ganzen handelt es sich um einen Wettbewerbsbeitrag zum FPCC. Das steht wohl für Free Basic Coding Contest und ist schon zum vierten Mal erfolgt oder wie nennt man das denn, durchgeführt worden. Und bei dem Ganzen gab es auch ein Thema, das nannte sich Auf der Suche, so ein bisschen passend zu Ostern. Und ja, das Ganze ist unter einer irgendwie ganz komplizierten URL zu finden. Deswegen habe ich euch die mal ein bisschen abgekürzt, weil man auch mit Google irgendwie es nicht schafft, dieses Spiel zu finden. Das ist kostenlos dort runterzuladen. Ich verlinke euch das natürlich auch wieder im YouTube-Video und geht einfach mal dahin und ladet es runter, wenn euch das irgendwie interessiert. Ja, das Spiel ist nicht besonders groß, weil es ja eben in diesem Wettbewerb entstanden ist, der relativ kurz war. Und es geht darum, dass man, ich erkläre das Spiel vorher, weil während ich es spiele, ich nicht mehr so viel Zeit habe. Es geht darum, dass man ein Bild hat und darin sind Gegenstände versteckt und man muss die finden. Und zwar man muss man 5 Gegenstände innerhalb von 15 Sekunden finden und deswegen kann ich auch nicht so viel erzählen, sobald ich mal angefangen habe zu spielen, wahrscheinlich. Ja, hier unten steht immer, was man sucht. Ein Schmetterling. Und den finde ich schon nicht. Ich glaube, das ist er. Ja, Frisbee. Frisbee, Frisbee, Frisbee. Ist das ein Frisbee? Ja, wunderbar. Pfeil. Ach, schon zu spät. Ja, man hat halt nur 15 Sekunden Zeit. Ja, hier unten steht es 15 Sekunden. Wenn man losklickt, dann läuft das halt ab. Bogen. Versuchen wir es nochmal irgendwie alles zu finden. Ach, auch noch daneben geklickt. Fußball. Zauberwürfel. Frisbee. Jawohl, ich hab's geschafft. Und dann kriege ich auch noch einen Time-Bonus. Irgendwie habe ich ein paar Mal daneben geklickt, glaube ich. Das gibt nämlich Minuspunkte. Ja. Eimer. Probieren wir es mal nochmal. Vielleicht können wir mal die Regenschirm. Wo sollen hier ein Regenschirm sein? Ich sehe keinen Regenschirm. Ist das ein Regenschirm? Nee. Was ist denn hier ein Regenschirm? Da gibt's doch keinen Regenschirm. Geschenk. Ah, hier. Fahrrad. Wo ist denn da ein Fahrrad? Ein Fahrrad muss doch riesig groß sein. Ist da hinten irgendwo ein Fahrrad? Nee. Zu schwer wohl für mich das Spiel. Schuh. Zeitung. Krückstock. Ach, den Krückstock habe ich ja vorhin noch nicht gefunden. Das ist ein Teddybär, oder? Ach, ich sehe schon, das wird nix. Schuh. Frisbee. Drache. Drache! Ja, vielleicht so ein 4-Giga-Drache oder sowas. So ein Kinderspielzeug. Ne, sehe ich nicht. Ja, ich glaube, dieser Highscore, der ist für mich unerreichbar. Hubschrauber, Pfeil, Drache. Ich weiß nicht, was ein Drache sein soll hier. Ich habe keine Chance in diesem Spiel. Fahrrad. Mit dem Fahrrad bin ich schon mal überfragt. Ein Fahrrad, das muss doch hier so riesengroß sein. Wie kann man das denn nur sehen? Das ist irgendwo unter dem Zaun versteckt oder was? Ja, ihr seht es nicht so einfach. Und wie ihr auch seht, ist das Spiel noch nicht so ganz fertig. Also das Spiel an sich schon, aber hier fehlt noch eine Menge Suchbilder sozusagen. Und da kann man eigentlich ganz einfach ein neues reinbauen, indem man dann deine Grafik macht und dann mit so einem INI-Datei, mit so einer Textdatei, kann man dann sagen, wo da Sachen drin liegen. Und ich glaube, der Entwickler, der sucht auch noch so ein bisschen so einen Grafiker, der mit ihm vielleicht da die restlichen 8 Sachen füllt, damit das Spiel irgendwie mal komplett ist. Ist ja im Moment nur so ein Neuntel quasi gefüllt.
Ja, wen das interessiert, der soll einfach mal da vorbeischauen. Und da kann man, glaube ich, auch mit dem Programmierer oder dem Entwickler Kontakt aufnehmen und vielleicht eben noch eine neue Szene oder so zuschicken. Okay, das soll es zu unserem ersten Spiel gewesen sein. Ist ja nur so ein kleines Spiel gewesen, was ja hier in. Ich weiß nicht, gar nicht, wie es abgeschnitten hat bei dem Wettbewerb hier da. Ist auch, glaube ich, noch gar nicht beendet. Aber ich glaube, es hat gut das Thema auf der Suche erfüllt. Also vielleicht schneidet es ja nicht so schlecht ab.